grüße euch, Fuchs. Oh, ihr schießt gut. Was wollt ihr hier? Naja, ich bin eigentlich gekommen, um euch eure 6 Goldtaler zurückzugeben. Und diese 4 obendrein auch noch. Für was sind die? Naja, ihr wisst doch noch im schiefen Rad, als wir gewürfelt haben. Da habe ich euch beschissen. Und die 4 sind dafür, dass ihr niemandem erzählt, dass ich geschummelt habe. Für dieses Mal. Boah, ui. Wo kommt denn der Meuchenmörder her? Ja, war bevor ihr mir das Gold gegeben habt. Naja, aber das war unfair. Wir sehen uns dann beim Duell der Krieger. Da werden wir uns sehen. Ich kann euch sagen, dass der Bär einen Meuchelmörder anheuert. Naja gut, genügend Gold hatte er gewonnen. Das hatte ich ihm aber zugesteckt. Und das muss ja auch sonst keiner wissen. Ihr wolltet einen Meuchelmörder und keinen Leibwächter. Sehe ich so aus, als ob ich einen Leibwächter bräuchte. Wofür ist das? Für den Medikus. Ich gehe zum Treffen der Wappentiere. Wann bist du wieder da, Papa? Ich komme bald wieder. Ich bin wieder da. So zog er los. Der Rabe. Einer der Raben. Er war ein guter Kämpfer, hatte das Herz am rechten Fleck. Und vor einigen Jahren hatte ich ihm und seine Familie geholfen, den Stadtbüttel loszuwerden, der sie nach Steuern auspresste. Inzwischen war der Jagdmeister unterwegs. Ein Auftrag führte ihn quer durch den Wald, aber er war nicht allein. Hatte er sich verlaufen? Nicht der Jagdmeister. Aber die beiden hatten was ganz Besonderes zusammen. Das allerschönste Reh in meinem Wald. Es ist so schön, dich zu sehen, Dave. Ja, ich freue mich auch, es ist viel zu lange her. Komm, lass uns ein Stück gehen. Sag, wie ist es hier ergangen? Ich bin begierig auf Neuigkeiten. Ach du, da gibt's nicht viel Neues. Am Hof werden Ränke geschmiedet wie eh und je. Mit ein Grund, warum ich mich hier in den Wäldern viel wohler fühle. Und was ist mit dir? Was hast du in die Zeit getrieben? Ach, auch nichts anderes wie sonst. Zugesehen, dass die Wilderei nicht überhand nimmt und dass die Tafeln am Hof immer mit frischem Wildbret gefüllt sind. Davon habe ich gehört. Die Sau beim Bankett soll wieder vorzüglich gewesen sein. Allerdings fehlten da wohl die Ländchen. Ach, das ist einer der Vorzüge, wenn man Jagdmeister ist. Doch, wie ist es dir ergangen, Hanna? Wie ist es dir ergangen? Du, es gibt da etwas, über das ich mit dir reden wollte. Komm, lass uns einen Moment hinsetzen. Ja. Also gut, sprich. Das ist schwer zu erklären, Grimm. Bitte halte mich nicht für verrückt. Es ist keine Stimme, die ich höre. Eher ein Gefühl, das mir sagt, ich soll mich vorbereiten, mich wappnen auf etwas, das kommt oder geschehen wird. Ach, ich ahnte fast, dass auch du irgendwann den Ruf vernehmen wirst. Ein Ruf? Was für ein Ruf? Das ist schon wieder fast Neumond. Das weiß ich, Grimm, aber was hat das mit mir zu tun? Der alte Weg, die alte Gesinnung bricht sich bei jedem Bahn, der dem Zirkel der Wappentiere angehört. Dem Zirkel der Wappentiere, Grimm, was soll das bedeuten? Das ist eine etwas längere Geschichte. Ich jagte damals den Fuchs. Diesen liebenswerten Schurken. Und als ich ihn durch den Wald verfolgte, auf seiner Fährte, die er hinterließ, wie ein tollwütiger Eber, nahe der Hainer Marschlandschaften in eine für mich fast tödliche Falle, die für Wildschweine aufgestellt wurde. Welche Ironie für Wildschweine. Und was geschah dann? Ja, ich hing da in gut 3 Mannshöhen in der Luft. Und er hat dich dann ausgeraubt. Und er bricht mich doch nicht laufend, Tantchen. Hey, nenn mich nicht Tantchen, du weißt, dass ich das nicht mag. Ja, genau deswegen, also sei still und hör zu. Er schnitt mich los und dann erzählte er mir vom Duell der Raubritter. Ja. Alle 13 Jahre.
Alle 13 Jahre treffen sich angeblich dort die verwegensten Krieger und Raubritter, um ihren neuen König zu bestimmen. Und dabei können auch Frauen mitmachen? Ja, ja. Aber was ist mit dir? Spürst du es nicht? Nein, nein. Aber der Fuchs erzählte mir von den Disziplinen. Und wenn es das ist, was dich umtreibt, so kann ich versuchen, dich zu lehren und dich vorzubereiten. Hey, ich bin ein großes Mädchen. Ich kann schon mit dem Schwert umgehen. Das weiß ich doch. Das weiß ich. Aber das ist ganz was anderes, als ein paar Halunken, die durch meinen Wald streunern, den Hintern zu versohlen. Nun gut, aber du kommst doch mit, oder? Bis zum Ende werde ich dich nicht begleiten können. Der Ort des Duells ist mit uralter Magie gegen Unwürdige geschützt. Aber zwischen den Wettkämpfen werde ich versuchen, bei dir zu sein. Aber dort im Kreis der Entscheidung kann ich dir nicht helfen. Dann bitte, Grimm, hilf mir jetzt. Und so lehrte Grimm ihr das Kämpfen. 10 Jahre später streifte die Luchsin durch den Wald. Sie gehörte auch zu uns Raubrittern. Aber wie es so ist, kann man sich die Seite ja aussuchen. Für seine eigene, ob man jemandem dient oder ob man ganz andere widrige Ziele verfolgt. Sie schlich uns schon eine ganze Weile nach. Ich war mit Ragnar, dem Finken, unterwegs. Und wir wollten eine Postkutsche überfallen an diesem Tag. Ein reicher Mann aus Reichenhain, der wollte über den Fluss. Aber er war nicht schlau, fiel über einen Tau, der war mit der Reise Schluss. Ja, so. Also, hier werden wir die Postkutsche überfallen. Da sind bestimmt wieder ganz viele dicke, fette Hühner drin für den Orthäuf zum Hain. Mein Oheim hat mir gesagt, er kommt von da nach da. Das heißt, wenn wir hier herausspringen, werden wir fette Beute machen. Das Silber kann ich schon zählen. Genau. Ich sehe es schon vor mir. Ja. Aber Erik, ich muss dir etwas sagen. Du musst mir etwas sagen. In Anbetracht unserer jahrelangen Freundschaft, was du für den Finken, für mich, für die Schwachen und Wehrlosen getan hast, für viele von Menschen, die einfach am Boden gelegen haben und du ihnen wieder aufgeholfen hast. Ich habe getan, was ein Fuchs tut. Also habe ich auch einen Fuchs für dich gefertigt. Ich danke dir, mein lieber Ragnar. Ich wäre mir da ziemlich sicher, dass du da noch ein bisschen Zauberkraft mit beigelegt hast, nicht wahr? Wer weiß. Sag mal, steht dir das auch gerade? Apropos Zauberkraft, hast du das jetzt gemacht? Ich weiß es jetzt nicht. Wir leuchten. Klar. Schon wieder 13 Jahre rum? Nein. Das kann doch nicht sein. Die Kutsche. Nein, ich will das nicht zum Duell der Krieger. Das ist. Ich hab das Silber doch schon in den Fingern. Ja, gemacht. Wir haben es gespürt. Ja. Also gut, dann lasst uns wie alle 13 Jahre wieder verwandeln in unsere Rüstung und am Duell der Krieger teilnehmen. Das heißt jetzt, glaube ich, Duell der Raubritter, weil sie die Raubritter nur gewinnen können. Also dann, lasst uns drehen und los! So. Ja. Gut sehen wir aus, nicht wahr? Wie immer. Ja. So, und wo war jetzt nochmal das Treffen von den Raubrittern? Wo ist dieser Vier-Ritter-Turm? In welche Richtung war der? Ich glaube da. Da. Oder da? Ich glaube, wir machen es eigentlich eher wie immer. Wir folgen einfach unserer Nase, nicht wahr? Und das ist diesmal... Wo hast du deinen Finger schon überall gehabt? Willst du nicht wissen? Ich würde sagen, wir folgen einfach mal... dieser Richtung. Und wenn die Postkutsche vorbeikommt, zähle ich schon die Taler. Ja, aber nur bei Gelegenheit. Wir müssen pünktlich eintreffen. Oder so. Auf geht's. In dieser Richtung ging's nach Burg Hain. Ich weiß, wir hätten doch die andere Richtung nehmen sollen. Woher hätte ich nicht wissen sollen, dass es in die Richtung zurück zum Ort und zum Hain geht? Und in dieser Richtung wartete der Galgen. Also gut, das war eben auch die falsche Richtung. Ich weiß nicht mehr, wo wir sind. Da kommen die Kaiserlichen her. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal da lang. Da lang? Da lang. Also. Na. Also. Okay.
einem Raubritterliedchen auf den Lippen zogen wir unserem Schicksal entgegen. Wir wollten noch den Dachs einsammeln, noch den Raben und noch viele andere. Das ist der ernsthafte Triumph für die Kopfgeldjäger. Welches Spiel die Luxin hier verfolgte, das werden wir wohl erst später erfahren. Sie wollte Kunde bringen zu ihrem Herrn. Unterdessen erschien andernorts ein Wesen aus Asgard. Es war ein Krieger des Guten. Mit mir Rotskirk. Jack. Das Auge der Götter oder Wodan. Er sah manchmal in die Zukunft. Und so war es, dass er diesen jungen, damals gefallenen Krieger zu uns sandte. In weiser Voraussicht auf das, was noch kommen möge. Denn das Zwielicht und die Dunkelheit aus Utgard schmiedeten bereits Pläne, den Fuchs und die Wappentiere zu vernichten. Es war die Aufgabe von diesem eben einen, diesem Krieger aus Asgard, im richtigen Moment das Richtige zu tun. Und er war auf dem Weg zu uns. Und wir trafen ihn, mitten im Wald. So, stopp! Wer ist das? Hodem! Zieht eure Waffen. Den schnappen wir uns. Moment. Los jetzt. Holen! Na dann. Warte. Tal. Jäger Bragi. Fahre auf den Urone Gudana. Er sagt, er ist Bragi, Auserwählter der nordischen Götter. Was? Aha. Und was will er hier? Wir gehen her vor Ort, wartete. Uns wird Krieger auf Utgard blieben vor Ort reparieren. Er sagt, er ist hier, um uns zu warnen. Aha. Und ein dunkler Krieger Utgards ist gekommen, dich zu jagen. Und zu erledigen. Haben das nicht alle vor? Aber danke, dass er uns warnt. Und was ist nun? Ich glaube, er will uns folgen, scheinbar. Wenn er schon seine Waffen ablegt. Also würde ich sagen, nehme ich gern meine Gefolgschaft auf. Gut, Bragi. Er kennt den Schulterschuss. Das macht ihn zu einem der unsrigen. Auf geht's. Nimm deine Waffen auf. Und mit der Zeit, glaube ich, wirst du noch das Germanisch lernen. Weiter zum Turm. Was ist los, Bragi? Ich will bis gute du, mit liebet mit. Was sagt er? Er will dich mit seinem Leben beschützen. Danke, Bragi. Weiß das zu schätzen. Jetzt lass uns zum Turm eilen. Dort wartet ein Turnier auf uns. Turnier der Raupe. Ach, was ein Tag. Da ist er wieder, der Bote. Komm heran. Was bringst du für Kunde? Botschaft vom Kaiser, Herr. Vom Kaiser? Was bringt er denn diesmal? Von Erik von Wiesenbad eine Botschaft. Der schickt mir auch eine Botschaft. Das würde mich nervös machen. So, der Kaiser
hat meine Truppen verlegt. Das ist ja wunderbar. Hat er einmal was richtig gemacht. Was haben wir hier? So ein Wiesenbad. Hat er wieder zugeschlagen. Die Mühle abgebrannt? Die Mühle abgebrannt? Das kann doch gar nicht sein. Da bin ich trocken geworden. Der Gräfin von Hohenfels. Die Unschuld geraubt. Das sieht ihm ähnlich. Dann die bischöflichen Ablassbriefe. Die sind bei mir in der Schatztruhe. Was sind das für Anschuldigungen? Das ist Mist. Das ist totaler Mist. Das ist nie passiert. Darüber werde ich später sehen. Bote? Jawohl. Ich bringe diese Botschaft an meinen Hauptmann. Jawohl. Erik von Wiesenbart wurde aufgespürt. Er befindet sich am Vier-Ritter-Turm. Der Hauptmann möge bitte die Truppen verlegen und dafür sorgen, dass der Fuchs eingekreist wird. Ich lege das in seine fähigen Hände. Er ist ein erfahrener Hauptmann. Er weiß, wie die Truppen einzusetzen sind. Jawohl. Ich werde mich derzeit um etwas anderes bemühen. Nun denn. Unterdes war der Hauptmann des Ortolf zum Hain mit meinem Oheim Maurice de la Croix und meiner Muhme unterwegs. Zuvor waren sie bei Cassandra zu Grünhain, einer Kräuterfrau oder Godefrau. Sie heilte meine Muhme von der Gicht. Es war ein wahres Wunder. Jedoch war es Maurice de la Croix nicht einzige Aufgabe gewesen. Sie wollten den dunklen Richter in einen Hinterhalt locken, mehr oder minder in eine Art Wortfalle, um Zwietracht zwischen ihm und den Kaiser zu sehen. Und es sollte funktionieren. Denn der Plan war, ihn reinzulegen. Marie, lass uns etwas ausruhen. Cassandra zum Grünhain scheint ein wahres Wunder mit dem Jüngiskraut an euch vollbracht zu haben. Sei bedankt. Das Jüngiskraut hat mir sehr geholfen. Die Jagd nach unserem Neffen. Ihr meint den Fuchs? Ja. Durch den dunklen Richter in diesen Wäldern ist nur ein Schauspiel, um von den wahren Machenschaften des Kaisers mit Ordolf zum Hain abzulenken. Gerold von Greifenstein wird hier zum Hofnarren gemacht. Kommt, lass uns eilen, bevor es dunkel wird. Wir eilen. Hofnarr? Ablenkungsmanöver? Ich glaube, ich höre nicht richtig. Und dann soll ich plötzlich diesen kleinen Raubritter einfangen. Ach, Erik von Wiesemann hat dies geklaut und das gemobst und hier was kaputt gemacht. Na und? Das machen wir andauernd, wenn wir Steuern eintreiben. Verdammt! Das gibt's doch gar nicht. So eine Kreatur verdient meine Treue gar nicht. Ich mach sogar einen Pakt mit dem Bösen, um diesen Raubritter zu fangen. Der Plan hat funktioniert. Er hat den Köder geschluckt. Fahrt! Ich werde es allen zeigen. Ich werde es dem Kaiser zeigen und allen anderen auch. Ich werde als nächstes werde ich mir mehr Männer holen. Dann werde ich meine Burg verkaufen. Käufer habe ich schon. Irgendein Schotte, Gregor McGriffenstone. Griffinstone, blöder Name. Auf jeden Fall werde ich mit dem Geld mehr Söldner anheuern, den Fuchs einkreisen und ihn einfach mal vernichten. Und die Kundschaft darin. Um das Mädchen kümmere ich mich auch noch. Jügniskraut. Ich habe schon Hexen für weniger verbrannt. Gut. Ja, das wirst du mir erklären müssen, wieso du das kennst. So. Ich werde also eine Nachricht senden. Wo ist denn der Bote? Bote! Bote! Wo steckt dieser Nichtsnutz wieder? Ah. Bote, sputet euch! Ich habe einen Auftrag! Habt ihr wieder den Beine zugesprochen? Niemals, Herr! Halt ihn ein.
ich muss mich noch um eine andere Sache kümmern, die meiner Aufmerksamkeit bedarf. Ich gebe euch diese Befehle an meinen Hauptmann. Er möge sie ausführen. Jawohl. In diesem Sinne. Leichte Soldaten, schwere Reiterei, Pikeniere. Also diese Botschaft muss erst durch Konstanz das finden. Das Netz der Wappentiere war bis zum Zerreißen gespannt. Und so brachte der Rabe eben diese wichtige Botschaft zu Constantia, die Hirschburg. Als Constantia diese Nachricht las, wusste sie ganz genau, sie musste ihre Schwester und somit alle anderen Wappentiere warnen. Sie machte sich auf, in der Nähe zum schiefen Rat. Sei gegrüßt, meine Schwester. Es ist so schön, dich zu sehen. Ach, wir sind hier doch nicht der Hofe. Doch sag, was war so dringend? Deine Nachricht klang sehr bedrohlich. Ja, großes Ungemach bahnt sich an. Ich habe Neuigkeiten Du sprichst von Greifenstein. Ganz speziellen Freund. Ja, meine Liebe, Greifenstein hat sich damit gebrüstet, dass er den Fuchs diesmal endgültig dingfest machen Schon wieder? Wie oft will er sich denn noch den Narren geben? Aber diesmal scheint es doch immer ernst zu sein. Und der Fuchs hat ihm jedes Mal noch ein Schnippchen geschlagen. Na, ich beschwöre dich. Von Greifenstein hat eine seiner Ländereien zu Gold gemacht, um damit Söldner zu dingen. Und wenn du mich fragst, der Kaiser hat wahrscheinlich nur keine Lust mehr, seine Männer für Greifenstein zu opfern. Nein, durch Verräters Mund weiß er, dass ein Treffen stattfinden wird, bei dem der Fuchs gewiss zugegen sein wird. Ein Turnier oder von Ähnlichem war die Rede und dass sich der Marsch darauf gewiss lohnen wird. Ein Turnier? Dann weiß ich, wovon du sprichst. Und wenn sich das bewahrheitet, dann ist die Kacke ja ordentlich am Dampf. Johanna! Wir haben keine Zeit für Spitzfindigkeiten. Der Fuchs ist diesmal in ernsthafter Gefahr. Und was sollen wir Ja, was wohl? Du gehst zurück an den Hof und ich rette, was zu retten ist. Nun gut, so bleibt mir nur, dir viel Glück zu wünschen. Gib auf dich Acht, Schwester. Herr, Nachricht vom Richter. Vom Richter spricht er. Jawohl. Was erwartet er? Die Verlegung meiner Truppen ins Grenzland zum Drachenfels, an den Vierritterturm. Jawohl. Ist es soweit, fordert er also meine Truppen an. Nun richtet dem Richter aus, ich erwarte sein Zeichen in Form des Brandpfeils, das er verspricht. So dann bewege ich meine Truppen in Bewegung und es kann losgehen. Ja, Herr. Während sich nun die Schlinge um die Raubritter immer enger zog, machte sich der Rabe auf, ebenfalls in Richtung des Vierritterturms zu gehen. Herold, auch wenn es euch schwerfällt, schweigt einen Augenblick. Ich möchte hören, was sie zu sagen hat. Berichtet. Ich habe euren Auftrag erfüllt. Davon gehe ich aus. Erfolgreich. Ich habe Erik von Wiesenbad entdeckt. Ach, das sind ja wunderbare Nachrichten. Wo befindet er sich? Nicht unweit von hier, aber er ist mit weiteren Raubrittern unterwegs, kampfbereit und sehr gut gerüstet. War ja klar. Gleich und gleich gesellt sich. Aber das ist egal. Ich habe gerade mehrere hundert Ritter angefordert. So, und wo werden die sich aufhalten? Sie gingen in Richtung Vierritterturm. Sagt euch das was? Vierritterturm. Ich habe mal drei runtergebrannt. Nein, sagt mir nichts. An den Grenzlanden von Drachenfels. Drachenfels. Na, mit dem habe ich ja noch ein Tönchen zu rufen. Ja. Ich habe eine kleine Frage an die Kundschafterin. Sagt, ich bin nicht so ganz auf der Höhe, aber das Jügniskraut und der Blutampfer, was ist denn da so die Blütezeit? Ach,
Ende Oktober, wenn der Mond günstig steht und natürlich die Ostwinde wehen, dann... Die Indian, das heißt doch normalerweise eine Hexe. Eine Hexe, wir haben eine Hexe bei uns. Bleib hier. Er greift dich. Zack. Gerold, hier wird keiner getötet. Schon nicht? Gar nicht so ein kleines, hübsches Reh. Kommt die Stimme über oder unter der Gürtelschnalle her? Wie ihr seht, ist mein Kopf noch immer hier oben, zu oberst meiner Schulter. Gerold! Haltet ein, ich bin keine Hexe. Ha, ihr wusstet, was nur Hexenwerk sein kann. Gerold, und hiermit Gerold, haltet ein. Das kann ich mir ein Boot geben. Nun denn, ich habe den Fuchs zu fangen, von daher schlagt ihr den Kopf ab und wir gehen weiter. Nein, nein, wartet, wartet. Ich kann euch etwas anbieten, was ihr wollt euch mir was anbieten. Sein kann. Aha. Was sollte mir eine Hexe anbieten können, was ich nicht selber machen kann? Ich bin eine Magierin des Lichts. Keine schwarze Magie. Ja, eine Hexe des Zwielichts. Nein. Aber, die Quelle ist dieselbe. Aber ihr sucht doch den Erik von Wiesenbart. Ja, dieser Filzklaus geht mir schon seit einiger Zeit im Pelz rum. Eigentlich würde ich ja schon gerne wissen, ob der dunkle Richter wirklich so ein skrupelloser Mörder ist. Ich sollte mir das Ganze, glaube ich, nochmal anschauen. Dieser Erik von Wiesenbart ist nicht mit normalen Kräften zu fangen. Das habe ich schon gemerkt. Er ist mit irgendwelcher schändlichen Magie im Bunde, die mich ein und andere Mal um meinen wohlverdienten Sieg gebracht hat. Was könnt ihr mir da anbieten? Ich kann euch helfen. Ich weiß einen Zauberspruch, der euch helfen wird, ihn mit Magie zu fangen. Anders werdet ihr ihn niemals bekommen. Also ihr schlagt mir gerade vor, nachdem ich euch der schändlichen Hexerei überführt habe, mir helfen zu wollen, indem ihr schändliche Hexerei anwendet. Das klingt gar nicht so schlecht. Hexerei, Magie, das ist alles dasselbe. Dann würde ich sagen, ich bin ganz ohr. Das würde ich gerne mit euch unter vier Augen besprechen. Dazu müsste man ein Ritual durchführen und das kann ich jetzt hier nicht in diesem Kreis tun. Verschwinde. Ich habe euch im Auge. Eine Bewegung und ihr singt ein anderes Lied als euer Ritual. Folgt mir. Du Hexe, das langt jetzt. Wir sind tief genug im Wald. Hier sind wir unter vier Augen. So sprecht. Was benötigt ihr, um diesen Zauber zu wirken? Ach, schau an. Hinrichtung. Ich brauche diese Pergamentrolle mit dem Zauberspruch drauf. Wunderbar. Und ein Opfer. Ein Opfer, das sagt ihr jetzt. Da hinten waren genug Menschen. Was sagt er? Gerold. Rechtschaffen tun? Und dann Hexerei? Ich brauche ein Opfer von dem das Geschöpf dienen soll. Aha, das wäre dann ja ich sein? Euer Blut. Mein Blut? Ja. Es muss immer Blut sein. Blut, immer Blut. Es können die Blumen sein, es können die Rinder, es muss Blut. Euer gut. Blut. Nun hier gut. Und jetzt. Das macht ihr natürlich nicht, um mir irgendwie was heimzuzahlen oder sowas. Nein, die Magie muss wirken. Ohne Blut wirkt sie nicht. Um den Fuchs zu fangen, ist mir jedes Opfer... Das dürfte genügen. Das will ich hoffen, das hört nicht auf zu bluten. Opfer muss man bringen. Ja. Ich danke euch. So, nun, ich werde hier vorne an dem Baum euch beobachten, Hexe. Eine falsche Bewegung und ihr singt ein anderes Lied. Wartet und ihr werdet sehen. Es war ein hoher Preis, den man bezahlen musste, wenn man ein uraltes Geschöpf wie einen Prinzen der Schlangendrachen rufen wollte. Kassandra zu Grünhain beschloss, sich Hilfe zu holen. Sie kannte Dunja. Dunja war ebenfalls eine alte Godefrau aus uralter Dunja! Zeit, bevor der neue Erscheine! Glaube kam. Eine Knochenjägerin konnte man am besten rufen,
wenn die richtigen Runen in den Sand geschrieben waren. Mit Magie dieser Art wusste Cassandra zu Grünhain sehr gut umzugehen. Was ist das? Schwarze Magie. Den anderen hätte ich schon längst ins Kreuz genagelt. Was für ein Zauberer. Wir haben einen Auftrag. Erde war das Symbol von Utgard. Wenn man diese Erde nahm und sie auf einem Punkt verstreute, konnte man Geschöpfe aus Utgard rufen. Nicht selten waren diese Geschöpfe entweder aus Kobolden oder aus Trollen in Menschen gebannt. Ja. Hört mal so, wo ich euch sehen kann. Lasst das Ritual beginnen. Aber in ganz seltenen Fällen, da waren es Drachen, die in einen Krieger hineingesetzt waren. Unglaublich, in welche Abgründe er vordringt. Unglaublich. Das sollte reichen für eine Anklage, denke ich. Wie ich sehe, habt ihr euren Zauber beendet. Was habt ihr mir denn beschworen? Was haben wir? Ihr habt hier, was ihr wollt. Schatz Utgards. Wer seid ihr? Aegil Nidhöggsson, Prinz der Schlangendrachen. Zu euren Diensten. Welcher Feind ist es, dessen Kopf ihr wollt? Erik von Wiesenbart. Und zwar so schnell, wie es geht. Ein und andere Mal hat er mich um meinen wohlverdienten Sieg gebracht und ist mir andauernd entfleucht mit schändlicher Magie, Hilfe von irgendwelchen Verrätern oder sonstigen Unbill. Findet ihn. Tot oder lebendig, ist es mir gleich. Tot, wer mir lieber. Fühlt euch vollkommen frei, Hauptsache ihr bringt ihn mir. Oder seinen Kadaver. Wenn es euch hilft, es riecht nach nassem Fuchs. Ob das was wird? Schauen wir mal nach. Wehrhaft genug sieht er ja aus. Und nun zu euch, Hexe. Oh, was geschieht hier? Was passiert mit mir? Hexe? Ah! Das gibt's doch nicht. Ist die verschwunden? Verdammt nochmal. Und nun zu euch, Hexe. Eine habe ich ja noch. Diesmal entkommt ihr mir nicht. Unaufhaltsam zog die alte Magie die Wappentiere zum Vierritterturm, dort, wo der große Wettstreit beginnen sollte. Der Rabe hatte seine Aufgabe prächtig erfüllt und nun stieß er zu uns. Wappentiere! Hey! Da hab ich ja endlich gefunden. Schön, dich zu sehen! Ah, Rabe! Der Schattenwolf, der Dachs, der Finke und die Schlange. Und du bist einer von den Raben. Jawohl. Bald alle vollständig. Weiter geht's zum Top. Aber auf. Keiner von uns ahnte, welch Übel uns nun erwartete. Männer, zieht die Waffen!
Form. Du stickes Gott, nicht nur Gott. Jetzt bringe das, das du packst, das du kommst vor. Das ist Magie, die mich schützt. Nun denn, Freunde. Ich werde euch aus dieser Starre befreien. Den schnapp ich mir. Da, Max! Übermächtiger Gegner. Noch nie zuvor hatte ich gegen einen Drachen in Menschengestalt gekämpft. Aus welcher Stelle von Utgard kommst du denn? Es reicht! Wie von selbst war der Stein der Zauberei in meine Hand geglitten. Und somit konnte ich den Feind bannen, egal woher gekommen war. Ihr, was macht ihr hier? Er hat einen Zauber gegen mich gewirkt. Der Fuchs? Ja, und er hat jemanden bei sich, auf dem ich die Gunst Asgards gespürt habe. Asgard, mal wieder Asgard. Verzeiht, ich habe euch enttäuscht. Versagt! Wisst ihr, wen ihr vor euch habt? Natürlich. Ich gab mein Blut für euch. Ihr dient mir, Schoßhündchen. Auf die Knie. Natürlich, ja. Natürlich. So, jetzt lasst mich überlegen, wie wir weiter vorgehen werden. Ihr habt versagt und es ist eine neue Größe im Spiel. Darüber muss ich mir im Klaren werden. Ihr kniet hier so lange. Er ist auf dem Weg zum Duell der Raubritter. Dort können wir ihm im Mantel der Wettkämpfe erledigen. Duell der Raubritter? Warum können wir ihn da erledigen und nicht jetzt? Was ist da anders als vorhin? In den Wettkämpfen fällt es nicht auf. Aber er hat immer noch die Magie. Dort wirkt sie nicht. Das klingt wie ein Plan. Lass uns gehen. In Wirklichkeit wurde Bragi von einer Drachenpranke getroffen. Hier musste Zauberei helfen, um ihn zu heilen, so schnell es irgendwie ging. Das sieht übel aus. Bragi! Merlin, deine Magie ist vonnöten. Mal wieder. Ich brauche dich. Komm, Bragi, hoch mit dir. Halt dich fest, alter Junge. Schöner Wächter bist du. Du gibst dich in nächstbeste Gefahr. Hier, Bragi. Ich wecke die anderen. Was ist hier los? Der Kampf ist komplett vorbei. Vielleicht zuckt er erst meine Klinge. Das ist ein wenig enttäuscht. Ja. Dieser Utgard-Krieger war wirklich da. Du hattest recht. Aber wir müssen nach Bragi sehen. Ihm geht's nicht gut. Man hat's voll erwischt. Aber unser Weg ist frei. Ich konnte diesen Utgard-Krieger zurück zu seinem Herrn bannen, vorläufig. Hier ist Magie am Werk, Freunde. Auf geht's. Wir lassen uns nicht weiter aufhalten.
Weiter zum Zaun. Jawohl. Irgendjemand will nicht auf der Frucht da auf. Geld, was ich hätte. Was hat das nun auf sich mit dem Duell der Krieger? Das Duell der Krieger? Nun ja, vor vielen hundert Jahren war es einmal so, da gab es einmal das Gesetz, nachdem die früheren germanischen Stämme ihre Kämpfe veranstaltet haben. Ja, also das Gesetz. Und dann gab es dann die Kämpfe der Gerechtigkeit. Also mehr die Männer und Frauen, die dafür gekämpft haben, dass es gerecht zuging. Denn immer Gesetz und Gerechtigkeit sind zwei verschiedene Dinge. Ja. Da habt ihr recht. Denn Recht haben und Recht bekommen, verstehst? Und dieses Duell in dem Sinne ist irgendwann in Duell der Raubritter umgenannt worden. Weil nämlich nur Raubritter, die mit ihren Tricks, mit List und Tücke und Gemeinheiten gewinnen. Und das ist das Entscheidende. Ne? Ruhm und Ehre für jeden, der ehrlich und wunderbar mit seiner Ehre zu prahlen weiß, weil er fair gekämpft hat. Aber bei uns Raubrittern ist das so. Wir gewinnen, indem wir schummeln, betrügen, aber ohne den anderen zu töten. Denn das kann mal vorkommen, ist aber eher verpönt. Ne? Also das ganze Geschrei und so weiter. Naja, und Ziel ist es, so viel zu betrügen wie möglich, um zu gewinnen. Ne? Das heißt zum Beispiel, wenn jemand gewinnt, heißt es noch lange nicht, dass er gewonnen hat. Der am meisten beschissen hat, dass der andere nicht gewinnt, der hat gewonnen. Ja. Die ganzen Regularien stehen eigentlich dann vorne beim Herold drin, aber das werde ich dir irgendwann mal erklären. Also den Rabe. Ein Auf Duell jetzt. Nach meinem Geschmack. Ja. Beim Duell der Raubritter war es so Brauch, dass auch Frauen an diesen Kämpfen teilnahmen. Die Frauen trafen sich, die Kriegerinnen, um gemeinsam zum Vierritterturm zu gehen. Da war Cassandra zu Grünhain, dann Johanna zu Hirschburg und schließlich Thoria, die Bussardin. Es waren drei, aber beim Duell der Raubritter sollten es vier sein. Dunja fehlte noch, aber sie würde auch bald zu ihnen stoßen. Hey, schaut mal da! Wow. Die Kriegerinnen kommen! Hey, hey. Vielleicht nett. Oh, noch eine. Oh, kommt noch jemand dazu. Ah, ups. Na denn, das wird interessant. Ja, ich freue mich schon auf das Gerangel. Sie hat keine Kriegerinnen im Kampf gewonnen. Ich muss hier schon ein bisschen mehr tun. Die Hand war ja. Was soll ich wiederholen? Oh, krieg ich einen Kuss dann? Du warst ganz nah dran, nicht wahr, Ragnar? So dicht. Oh, was haben wir denn mit dem kleinen Jötchen? Schön euch zu sehen, Dunja. Was für ein Kätzchen, kann sogar knurren. Ja, so, ich würde sagen, wir schreiben uns jetzt auch ein, bevor die Damen uns den Platz wegnehmen. Kennengelernt haben wir es jetzt mittlerweile. Auf ja, im wahrsten Sinne. Wir geben das jetzt endlich los hier. Ja, ich will endlich mal loslegen. Jeder muss sich da greifen. Aber ich kann nicht schreiben. Was? Hey, der kommt. Was macht der denn hier? Darf der das? Naja. Hey, so. Ja, langsam.
Langsam. Alter, es gibt hier Gesetze. In diesem Kreis darf er nicht gegen uns antreten. Erst beim Wettkampf. Das ist ein Gesetz. Ein Gesetz der alten Magie. Ah. Selbst er muss sich dran halten, wenn ein Geschöpf Utgard ist. Ja. So. Lass uns noch eine Weile warten, aber der Herold müsste gleich kommen. Hoffentlich. Was willst du denn hier? Na, was wohl? Aber Knaben dürfen nicht teilnehmen, du hast es gehört. Ich kann's aber versuchen, oder? Stell dich wenigstens hinter mich. Immer wieder. Mann, das dauert, ey. Könnten doch die, die sowieso keine Chance haben, gleich mal zu Hause bleiben, oder? Ja, dann geh doch heim. Das könnte nicht wahr sein. Der Weidmann, der Söldner. Ach Gott, hier stehen 1000 Jahre Kerker. Ruhe! So lasst uns denn mit der Anmeldung beginnen. Von Stadtpolster. Herr Weidmann! Nächster! Abelbrand, Hagens Sohn. Der Nächste. Edmund Korak, Robert. Nächster. Nächster. Toria, Bussarde. Der Nächste. Logi Adelson, Skyker Wolf. Nächster. Raubritter Erik von Wiesenbach. Ja, ja. Fuchs! Nächster. Du hörst mir von Wiesenbach. Diesmal kommst du mir nicht. Alvano von Aragorn. Mehr. Theodor von Hochwald, der Falke. Nächster. 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 Gregor Tauber. Der Nächste. Eigenlied Höxon, Prinz der Schlangenbach. Nächster. Dunja, Knochenjäger. Nächster. Kassandra zu Grünhain, Luxin. Nächster. Herold, wie könnt ihr hier so ruhig sitzen? Allein in der Schlange ist alles, was uns in den letzten 10 Jahren durch die Finger gefleucht ist, vertreten. Ja, sag ich. Greifenstein, euch durch die Lappen gegangen, nicht mir. Ach, ihr sprecht wohl wahr. Was führt euch hierher, wollte ich auch. Ja, ich wollte mich einschreiben. Vielleicht ist das meine letzte Chance, den Fuchs zu fangen. Doch, als dunkler Richter, unter Raubrittern. Vielleicht solltet ihr euch überlegen, diesen Titel abzulegen und nur euer Von zu führen und ein Wappentier. Ja, das klingt eindeutig. Ich glaube, ich habe mir unter diesen zwielichtigen Gestalten so einen Feind gemacht. Nun denn, so notiert Gerold von Greifenstein, der Keiler. Der Keiler? So soll das sein. Also dann, Herold. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Wenn ihr dies wünscht. Als Fan, lasst die Würfelspiele beginnen. Nehmt Platz!
Der Bär macht den ersten Einsatz mit dreien. Wer hört? Drei? Das sollen drei sein? Hey. Das ist nicht, dass ich hier beim Waschweihwasser bin. Dunkler Richter, euch hier am Tisch zu sehen, ist sehr angenehm. Ihr habt jede Menge Gold dabei. In solchen Momenten wünschte sich Johanna, Grimm wäre bei ihr. Nicht schlecht für ein Weib. Johanna erinnerte sich an all das, was Grimm ihr beigebracht hat. Wie man zuschlug, wie man eine Parade setzte oder eine Finte legte. All die Kleinigkeiten, die so lebenswichtig waren in einem Schwertkampf. Grimm war einst ein fähiger Hauptmann gewesen, sogar in der kaiserlichen Garde. Durch widrige Umstände war er gezwungen, unehrenhaft entlassen zu werden. Aber das hier ist eine andere Geschichte. Johanna lernte von Grimm all das, was es hieß, zu kämpfen. Und schließlich, ganz zum Schluss, bezwang sie ihren Meister. Und Grimm war sich sicher, sie würde lebend heimkehren. Das habe ich vorher gesehen. Wir haben uns schon mal gesehen, nicht wahr? Ja, das eine oder andere Mal. Kennt ihr diesen Stein? Nein, was soll denn das sein? Damit kann man Zaubersprüche machen, zum Beispiel auf euer Schwert. Wir belieben zu scherzen. Gut, dann lasst uns kämpfen und schauen, wer gewinnt. Na, hab ich gewonnen? Dieses Mal. Fuchs. Du hast gar nicht gewendet. Ich hab vorhin gar nicht auf den Nase. Schade. Naja, einer weniger. Nicht zu umziehen. Jetzt schon treffen. Tja. Das war mal wieder. Gewonnen. Guck mal, die hat gewonnen. Nein, 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 nein.
der Gewicht. Was los, was los? Aigil Nidhöggsson, der Prinz der Schlangendrachen, war ein Krieger. Würfelspielen hingegen war Glück und ein Riesenhaufen Schummelei. Kein Wunder, dass er hier verloren hatte. Ich kann das auch. Und ich reg mich nicht so auf. Nicht so. Jetzt ist alles drin, Weidemann. Und was ist jetzt? Ich meine, so viel Gold auf dem Tisch? Das ist das Finale. Der Gewinner bekommt alles. Wie wäre es, derjenige von uns, der die höchste Zahl würfelt, bekommt alles. Einverstanden. Du tanzt wohl gerne am Feuer? Ja. Es ist eine 12, Wiesenbart. Da kommst du nicht drüber. Das ist unser Haus. Stopp. Was? Stopp. Was? Ich hab auch noch einen Würfelwurf. Ja? Lass mich zumindest den Würfelwurf machen. Dann darfst du das Ganze gerne haben. Es sei denn, wenn ich etwas Höheres würfe. So. 'Tja, mein Lieber. Wenn du hier auf diese Zahl schaust, was habe ich gewürfelt? Das ist eine 3. Das. Eine 13. Eine 13, ja. Das ist eine 13. Das ist dann wohl eine 13. Ja, dann war es mir eine Ehre, mit euch gespielt zu haben. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja. Ich gebe euch auch eine Goldmünze mit. Von euch. Ja, ich wünsche euch einen schönen Weg. Und schließlich begann das Bogenschießen. Es war eine der eisernen Disziplinen unter den Raubrittern. Jeder von ihnen schoss so gut er konnte. Es waren Zielscheiben in verschiedenen Entfernungen. Und hier und da wurde auch schon mal eine Zielscheibe an einem Pendel hin und her gewackelt. Schließlich sollte man auch auf bewegte Ziele schießen. Ab und an kam es sogar vor, dass man ein paar Sachen in die Luft schoss und man musste es im Flug treffen. Tja, also mein Fall sitzt ziemlich gut. Ja, ich glaube. Ja, schaut mal genau hin, wo der Rote sitzt. Unsere Pfeile sitzen da auch gut. Ja, aber nicht so gut wie meiner. Ja. Schoßhündchen, willst du dein Glück mal versuchen? Was macht der denn jetzt? Ach du mal. Nicht damit. Er hat es getan. Ui, der war nicht schlecht. Ich glaube, die Runde geht an ihn. Oh ja. Die geht an ihn. Nach dem Bogenschießen verschwand Gerold von Greifenstein in den Wäldern. Er wollte unbedingt den Hauptmann treffen. Dieser jedoch war von Sebastian von der Rabenschanze bereits gewarnt worden, dass er dunkle Pfade eingeschlagen hatte und hatte ihm auch die Schriftrollen gezeigt, die das bewiesen. Nun begann der Schwertkampf. Na, wer ist der Nächste? Albano von Aragorn. Komm her, Bärchen. Was? Der Moment muss mich warm machen. Yeah. Lass uns reinschwingen. Komm, Bärchen. Auf. Oh, mehr schlecht. Okay. Hey, jetzt. Das war's. Ja. Dieses Schicksal gewoben hätten und als ob die Götter selbst hier auf diesen Platz blicken würden. Aigil Nidhöggsson
und Raubritter Erik von Wiesenbart trafen in dem Endkampf aufeinander. Als ich sah, wie der Prinz der Schlangendrachen den Kampfplatz betrat und ihn mit seiner Magie berührte, da wurde mir Angst und Bang und Furcht überkam mich. Schließlich war ich nur ein einfacher Mensch hier aus Midgard und die Zauberkräfte, die ich besaß, sie wirkten nicht hier in diesem Kreis. Die Götter allein sollten hier an diesem Tag und in diesem Moment entweder über mein Leben oder über meinen Tod entscheiden. Kampf würde fürchterlich werden. Ein letztes Mal sandte ich einen Gedanken an Thor, den Gott des Schutzes. Und siehe da, eine Windböe. Ein Funken Hoffnung kam auf, dass ich all dies doch noch überleben würde. Wusste Bragi Adarsson genau, was er tun sollte. Der Grund, warum er hier nach Midgard geschickt worden war. Ja, er würde genau das tun, wofür er hier war. Selbst wenn es sein Leben kosten würde. Jetzt wird's los, Mensch! Versuchte es mit List und Schnelligkeit. Doch dieser Gegner war schließlich ein Drachen, gebannt in einen menschlichen Körper. Als Fuchs gegen einen solchen Gegner anzutreten, das war purer Wahnsinn. Entsetzt musste ich feststellen, dass das Glück und der Schutzzauber mich verlassen hatten. Bragi wusste, was er tat. Er hatte das Gleichgewicht der Kräfte wiederhergestellt. Der Prinz der Schlangendrachen war nach Utgard zurückgekehrt. Und er ebenfalls nach Asgard. Wahre Freundschaft. Ein altes germanisches Sprichwort sagt, man bewahrt den Geist und die Kraft eines Freundes immer im Herzen. So lebt denn wohl Bragi Rotbart Adarsson. Ein Hoch auf dich. Mögest du in Valhall ruhen und noch viele Kämpfe bestehen.
Was macht ihr denn hier? Also, ich bin hier gerade auf der Handelsstraße und das ist die Seitenstraße der alten Heerstraße. Was wollt ihr denn jetzt von mir? Ich bin hier auf meinem Raubzug. Ihr wollt wissen, wie die Geschichte mit dem Duell der Raubritter ausgegangen ist. Also genau kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Also eigentlich, wenn ich mich zurückerinnere, war das, meine ich, es war eigentlich so. Und so hat sich heute einer unter euch hervorgetan, der gerissenste war und der am besten beschissen hat. Und dieser eine, der zum neuen König gekrönt werden soll, ist Erik von Wiesenbart. Oh. Nein, Herr, das muss ein Missverständnis sein. Das ist kein Missverständnis. Nehmt eure Ehre an. So, kniet nieder vor eurem neuen König. Ja, nun... eine Frage, Herold. Oder an euch alle. Als Raubritterkönig habe ich ja die Macht, Gesetze zu erlassen, oder? Ja. So, und als neuer König der Raubritter möchte ich jemanden ernennen. Oh. Ja. Als Raubritterkönig kann man doch jemanden ernennen, nicht wahr, Herold? Ihr kennt euch doch da aus. Wozu ernennen? Naja, komme ich gleich dazu. Aber er darf es, sicher? Er darf sehr wohl ernennen. Sehr gut, sehr gut. Also, es gibt natürlich jemanden außer mir, der weiß, wie die Gesetze laufen. Es gibt jemanden unter uns, der weiß, wie man bei Hofe intrigiert. Er weiß, wie man sogar Armeen dirigiert. Ja? Also ich kann das natürlich nicht. Ich bin der Fuchs, ich bin frei in den Wäldern und ich könnte niemals auf einem Thron sitzen oder gar in einem Königspalast sein. Nein. Ihr habt's gehört, der Herold hat gesagt, ich kann jemanden ernennen. Somit möchte ich den Herold zum neuen König der Raubritter ernennen. Oh. Komm her, Herold. Niemand anders kennt sich so sehr aus mit den Gesetzen der Raubritter wie du. Das ist ein Schuft von Wiesenbart. Ein dreckiger Schuft. Aber ein angenehmer Schuft. Schon in Würzburg waren mir einige Dinge offen. Also, ich überreiche euch hiermit. Ich knie vor euch nieder. Ich erkenne euch an als den König der Raubritter. Und mir zu euch ein Hoch auf Sebastian von der Rabenschanze, den neuen Raubritterkönig. Aber ich weiß gar nicht, wie das war mit dieser Anklage. Er wurde nämlich der Hexerei angeklagt und Zauberei und... naja, für uns Raubritter ist das natürlich keine Widrigkeit. Aber wie das für ihn war... Das könnte natürlich so für ihn gewesen sein. Sieh an, der Hauptmann. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was er mir vorzuwerfen hat. Herold von Greifenstein, hier bin ich. Ich klage euch des Hochverrats am Kaiser und dem Pakt der dunklen Mächte an. Zieht euer Schwert und erwartet euer Gottesurteil. Ihr habt keine Chance gegen mich. Erwartet euer Ende. So führt es aus. Oder war vielleicht alles ganz anders? Ich glaube, Geralt konnte überhaupt nicht aus seiner Haut. So viele Raubritter auf einem Haufen. Oder wie er es ja gesagt hat, 1000 Jahre Gefängnis. Nein. Ich glaube, das war so. Ja.
Ihr da, pack! Ihr seid alle verhaftet! Ihr beliebt zu scherzen! Blöde Idee. Rabe kehrte nach Hause zurück. Seine Frau und sein Kind warteten bereits und er hatte eine Menge Abenteuer zu erzählen. Die Wappentiere geben aufeinander Acht. Sie vertreten die Gerechtigkeit in jedem von uns. Schließlich ist Güte und Liebe ein Heim und ein Herd das größte Glück auf dieser Welt. Die Liebe dazu, die alles zusammenhält, ist das, was wir tief in uns tragen. Das, was wir jeden Tag für uns behalten und um das wir kämpfen müssen. Denn der Preis der Freiheit ist ewige Wachsamkeit. Das ist zu allen Zeiten so gewesen. Und wenn ich es mir so recht überlege, da war doch noch was. Irgendwas. Ach ja, richtig. Schaut doch mal. Oh, hey, wie geht es hier? Ich schaff das doch. Oh, Mann! Ich habe schon eine 12 in der Hand gehabt und der Kerl würfelt wirklich eine 13. Es ist einfach. Mit zwei Würfeln? Oh, dieser schallende Priester! Tausend Hollen und verflucht sei der Tag! Ich werde ihn niederschlagen! Eigentlich hatte ich ihn ja ganz gerne. Ich schwöre es, ich bringe ihn um! Er wird schon wissen, was er tut. So eine verdammte Frau!